In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach besser im Editieren wirst. Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Filfluencer Fortnite Tipps und Tricks. Wenn du in Fortnite besser werden willst, gehört zum Bauen das Editieren einfach mit dazu. Falls du erst noch das Bauen lernen willst, schau dir gerne mein Video dazu an. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Wenn du bereits bauen kannst, dann ist jetzt das Editieren dran. Starten wir erstmal mit den Grundlagen. Wenn du ein Bild mit deiner Editieren-Taste anwählst, wird es in unterschiedliche blaue Kästchen unterteilt. Hier kannst du dann Kästchen auswählen, um bestimmte Edits zu erzeugen. Je nach Bild gibt es unterschiedlich viele Kästchen zur Auswahl. Bei einem Dach und einem Boden 4, bei einer Wand 9 und bei einer Treppe gibt es 8. Hier zeigen die vier kleineren Kästchen die Richtung an, in die editiert wird. Bei einer Wand sind die meisten verschiedenen Edits möglich, zum Beispiel Fenster, Türen, die Wand in verschiedene Richtungen verkleinern und vieles, vieles mehr. Die Einstellungen. Bei deiner Tastenbelegung solltest du darauf achten, dass die Editieren-Taste für dich gut und schnell zu erreichen ist. Ich empfehle dir, sie mit dem Zeigefinger zu drücken. Die besten Tasten dafür sind E oder F. Um beim Editieren weniger Tasten drücken zu müssen, kannst du in den Einstellungen Bearbeitung beim Loslassen bestätigen auswählen. Diese Funktion nutzen sehr viele Spieler. Ich nutze sie auch, da dadurch das Editieren leichter wird. Im Gegensatz zu der normalen Einstellung musst du deinen Edit am Schluss nicht nochmal bestätigen, sondern nur die Kästchen auswählen und beim Loslassen der Taste wird der Edit automatisch bestätigt. Wenn du mit Maus und Tastatur spielst, empfehle ich dir außerdem, dein Mausrad zu verwenden, um Edits zurückzusetzen. Dazu wählst du einfach bei der Tastenbelegung für Gebäude bearbeiten und Bauänderungen zurück das Mausrad nach oben oder unten aus, je nachdem, was dir besser gefällt. Ich nutze zum Zurücksetzen von Edits das Mausrad nach oben und das Mausrad nach unten, um Gegenstände einzusammeln. Das Crosshair Placement. Beim Editieren ist das Crosshair Placement, also die Fadenkreuzpositionierung, extrem wichtig. Wenn du ein Edit auswählst, solltest du darauf achten, keine großen Bewegungen zu machen. Denn so brauchst du nicht nur länger, sondern bist auch viel ungenauer und verlierst leicht den Überblick. Versuche dein Fadenkreuz so wenig wie möglich und so exakt wie möglich zu bewegen. Umso mehr du übst, umso besser wird auch dein Crosshair Placement. Aber versuche, wann immer du daran denkst, beim Editieren bewusst darauf zu achten. Dann gewöhnst du es dir direkt von Anfang an richtig an. Edits, die du üben musst. Hier sind ein paar wichtige Edits, die du häufig brauchst und unbedingt üben solltest. Eine Wand mit 4 Kästchen aufeditieren. Diesen Edit brauchst du zum Beispiel, wenn du mehrere Boxen hintereinander baust. Der sogenannte Peanut Butter Edit. Den brauchst du beim Boxfighten, wenn du die gegnerische Person aus einem sicheren Winkel treffen willst. Eine Treppe drehen. Das ist hilfreich, wenn du an einer gebauten Rampe schnell vorbei musst oder dich zu einer gegnerischen Person hin oder weg von ihr editieren willst. Eine Treppe halbieren. Das hilft dir zum Beispiel, wenn du eine Rampe in eine Box mit einer gegnerischen Person gebaut hast und sie mit einem Edit überraschen willst. Übungskarten. Jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht, das Editieren wird mit der Zeit nicht einfach von selbst besser, nur weil du Fortnite spielst. Die gute Nachricht, du kannst das Editieren ganz einfach üben und wenn du jeden Tag oder eben jedes Mal, wenn du spielst, ein paar Minuten übst, wirst du ganz schnell besser darin. Dafür habe ich dir 2 verschiedene Übungskarten mitgebracht, die dir helfen, deine Editierfähigkeiten schnell zu verbessern. Wenn du an einem Tag nur wenig Zeit hast, kannst du die Warm-Up-Map von Fledermäus nutzen. Hast du mehr Zeit, empfehle ich dir, Waders 15-Minute Warm-Up-Kurs von Wader464 zu machen. Wenn du durch die beiden Karten gehst, übst du eigentlich alle wichtigen Edits, die du brauchst. Außerdem gibt es bei beiden Karten auch einen Timer. So siehst du jedes Mal direkt, wenn du Fortschritte machst und schneller geworden bist. Die Map-Codes, also die 12-stellige Nummer, gibst du einfach direkt in der Lobby oder in der Kreativmodus-Lobby an einem Portal ein. Bevor du lange suchst, ich habe dir beide Codes unten in die Videobeschreibung gepackt. Damit du beim Üben weißt, welche Edits du wo auf der Karte machen musst, gehe ich jetzt einmal die erste Karte für dich durch.
Für Waders 15-Minute Warm-Up-Kurs gibt es ein Video von Wader464 selbst, in der durch die einzelnen Abschnitte der Karte geführt wird. Den Link zum Video findest du unten in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mir unglaublich viel bedeuten, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Ich lade jede Woche mindestens ein neues Tipps und Tricks Video hoch, das dir hilft, besser in Fortnite zu werden. Und wenn du mir mal live zuschauen willst, wie ich Fortnite-Turniere spiele, schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video, im Twitch-Chat oder im Battlebus. Bis dann!